Jo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal Blackfire Studios und heute hier wieder mal mit einem neuen Video bzw. mit einem neuen Glitch und zwar der Giftcast to Friends Glitch mit dem MK2 funktioniert noch für die PS4, Xbox One und auch natürlich für die Next Generation bzw. für die Remastered Version. Ich zeige euch, wie das geht, ohne dass ihr euch verglitchen müsst. Ihr könnt es an jeder beliebigen Stelle machen auf der Map und ich empfehle eigentlich jetzt auch hier gar nicht mal so schlecht beim Casino Parkplatz, weil wir halt dann später ein Straßenfahrzeug benötigen. Okay, ich erkläre euch die ganzen Steps gleich hier in dem Video. Gut zuhören und zuschauen. Falls es euch hier auch schon das Video gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und aktiviert natürlich die Glocke, um keine weiteren Glitches oder Videos von mir zu verpassen. Schöne Grüße gehen raus an Bosskiller. Stefan, danke dafür, dass du mir gestern ein bisschen beim Testen geholfen hast für diesen Glitch. Ich hatte so meine kleinen Problemchen damit und noch eine Sache wollte ich kurz ansprechen. Falls ihr mich supporten möchtet auf dem Blackfire Studios Livestream Kanal, der auch bei ca. 28.000 Abonnenten ist, könnt ihr mir sehr gern in der Videobeschreibung dort auch ein Abo dalassen. Über den Twitch Kanal könnt ihr auch darüber sozusagen über den Link in der Videobeschreibung auf den Twitch-Kanal ja, zustoßen bzw. mir dort auch live zuschauen in Warzone, in GTA, was weiß ich was, in Way Out, was ich mit Joel ein bisschen schon auch gespielt habe und so einer meiner treuen Abonnenten und Mitglieder bzw. Subscriber und schöne Grüße gehen auch natürlich an dich raus, Joel. Also, jetzt geht's hier weiter im Programm. Was brauchen wir dafür? Ihr könnt es in der geschlossenen Freundesitzung machen oder in der Einladungssitzung für die Xbox-Spieler. Empfehle ich halt einfach die ja, Einladungssitzung. Wir fangen gleich an. Freundespart, wie üblich, blende ich auch noch ein. Was ihr halt dafür benötigt, ist natürlich der Bunker mit der mobilen Kommandozentrale. Ganz, ganz wichtig. Hier unter Warstock solltet ihr euch vergewissern, dass die mobile Kommandozentrale auf der dritten Position Lager für persönliches Fahrzeug besitzt. Okay, und platziert MK2 oder vielleicht wird es auch mit Deluxe funktionieren, könnt ihr sehr gerne probieren, einfach hier hinten in den MOC reinstellen. Okay, also, wenn ihr da drin auch ein MK2 habt, wie gesagt, Freund braucht auch Bunker mit mobile Kommandozentrale, damit er euch später hier einladen kann. Als allererstes, beziehungsweise habt ihr auch am besten irgendwo kostenlose RH8s, die ihr dann natürlich überschreiben müsst, sozusagen, die RH8s werden dann zu den Autos, was ihr halt von eurem Kumpel bekommt und er wird es auch nicht verlieren. So, Freundespart, jetzt passt auf, jetzt rechts oben auch im Bild zu sehen, er ist halt einfach hier in der Nähe bei euch und ihr geht natürlich, sorry, Kumpel muss auf jeden Fall erstmal in die Franklin, Michael oder Trevor Meldung reingehen, einfach in die Story Meldung, ihr könnt es jetzt rechts oben sehen, ja, und dann geht ihr einfach auf Eintreten mit nahen Freunden und Crew, ja, es ist jetzt nicht so, dass man sich irgendwo verglitschen muss oder so, keine Jobs dafür benötigt und wenn ihr dann einfach hier angekommen seid, ihr könnt jetzt sehen, hier steht mein MK2, mit dem fliegt ihr einfach ganz normal raus und Kumpel kann auch dann aus dieser Meldung ganz normal rausgehen, einfach kurz zur Seite gehen. Was für ein Fahrzeug habe ich da überhaupt? Den Furia, ja. So, da hinten steht er. Den werde ich dann einfach bekommen. Und jetzt benötigt ihr am besten, empfehle ich einen SUV dafür. Ja, der halt ein schönes, breites Dach hat, sage ich mal. Nehmen wir mal das hier, es geht noch so grenzwertig. Porsche da rechts unten wäre jetzt, rechts nebendran wäre jetzt nicht so geil dafür. Okay. Ich glaube, das spielt hier keine Rolle, ob man jetzt das Fahrzeug wirklich jetzt vorwärts oder rückwärts an den MOC packen sollte, kann. Versucht das einfach, ja. Stellt ihn einfach genauso hin, so wie ich. Und jetzt holt ihr wieder das MK2 und fliegt ganz normal, ohne Hektik, ohne Stress, auf das Straßenfahrzeug nach oben hin, wenn dann euer MK2 auf dem Dach
sozusagen im Schwebemodus sozusagen auch dann stehen bleibt, dann steigt ihr nur einmal kurz ab. Ah, noch nicht ganz. Jetzt. So. Okay. So, dass es dann auch wirklich hier drauf bleibt, steigt wieder ein. Und wenn ihr dann oben in der Luft seid, Pfeiltaste rechts und Interaktionsmenü sofort öffnen. Wow, es hat sogar wirklich bei mir hier im Video vom ersten Mal geklappt. Ich hatte sehr oft das Problem, dass ich im MOC gespawnt bin. Aber mit dem Absteigen und mit dem SUV auf dem Dach, schön ruhig, sollte eigentlich funktionieren. Dann könnt ihr absteigen vom MK2 und über den MC-Präsident könnt ihr das einlagern oder ihr lauft, was weiß ich, 50 Meter weg und fordert dann natürlich das Auto, was ihr überschreiben möchtet. Ganz, ganz wichtig. Geht auf Kontakte. Habe ich das eingelagert, das MK2? Ja. Ruft euren Mechaniker an und bestellt das Auto, was ihr halt wirklich überschreiben möchtet. Nehmt jetzt einfach mal, wo ist hier mein LG RH8, genau. Dann fordert ihr an als Beispiel. Wenn du dann auf der Map ist, da hinten ist er. Jawohl, der grüne passt. Steige ich in das Auto, was ich halt bekommen möchte. Wenn ihr dann drin seid, kommt jetzt wieder Kumpelspart. Er geht alleine natürlich in seinen MOC rein. Und er schickt euch über das Interaktionsmenü einfach eine Einladung in seinen MOC. Das habt ihr jetzt gesehen. So. Nichts Schwieriges. Ihr nehmt jetzt diese Einladung an. Ja. Und deswegen sollten, also wir werden jetzt hier einem Spieler joinen, der ein Bot ist sozusagen, der in einem Job für einen Titan drin ist. Ja, Xbox funktioniert das nicht, weil der Spieler halt PlayStation ist. Ihr müsst halt dem Kumpel, der sollte jetzt dann für euch in einen Job für einen Titan rein und in einer Einladungssitzung sein. Habe ich vorhin erwähnt. Ich nehme das jetzt einfach nur an. Genau, PlayStation-Taste und Spieler suchen. Wo ist das hier? Gamebase bei mir. Nach Spielern suchen. Das ist der komische Name. Anawak. Da war er schon. 2. Er hat hier dieses Joker-Profil. Ihr müsst ihm keine FA schicken oder so. Benutzt nur ihn. Ja, um sich da rauszuglitschen. Passt auf. Und ich habe auch natürlich, ich zeige euch das dann auch noch, keinen freien Zielen oder so drin. So, ganz mal beitreten. Ja. Und bei mir war eigentlich immer das Problem, dass wenn jetzt diese Meldung kommt, die hier, die ist bei mir komischerweise immer nach einer Millisekunde verschwunden. Wenn es bei euch der Fall ist, würde ich sagen, das wird bei euch nicht klappen. Keine Ahnung warum. Ihr nehmt aber diese Meldung an, dann kommt eine hier für Zielmodus, weil ich bin im teilweise Zielmodus oder voll. Ihr könnt auch voll machen, voll unterstütztes Zielen. Und die Meldung nehmt ihr auch an und ich sehe ja schon, den Furia ist schon hier drin. Auch rechts oben im Bild ist es zu sehen. Genau, private Sitzung. Und dann spawnt ihr in eurem MOC. Jetzt könnt ihr natürlich nicht rausgehen. Kumpel macht halt folgendes. Ladet euch einfach nochmal in die mobile Kommandozentrale ein. Und ihr nehmt diese Einladung auch ganz normal an. So, und das war's jetzt auch schon. Jetzt könnt ihr ganz normal hier vom Freundes-MOC rausgehen. Freundespart ist somit auch zu Ende. Okay, und wo ist dem sein Furia? Schon verschwunden. Nein, da hinten steht er. Und wenn ich jetzt über den MOC das Fahrzeug anfordere, kommt auch der Furia und somit verliert auch Kumpel diesen Wagen nicht. So, da ist er. Perfekt. Ja, es klappt wirklich. Testet drum. Ich glaube, der schwierigste Part ist wirklich mit dem MK2 auf dem Straßenfahrzeug. Jedenfalls war das für mich immer ein bisschen Abturner, aber nichtsdestotrotz funktioniert es, ja. Natürlich, denkt natürlich daran, was ich gesagt habe am Anfang, wegen dem Livestream-Kanal und wegen dem Twitch-Kanal. Wäre echt krass, wenn ihr mich da supportet und wenn ihr auch natürlich Kanalmitglied macht, ist das natürlich ehrenhaft. Ihr könnt dann auch natürlich Vorteile bekommen, wie wenn ihr mich anschreibt, Fahrzeuge oder mal zusammen zocken, ist gar kein Thema. Wenn ich die Zeit dafür finde, bin ich sofort dafür bereit, ja. Also, falls ihr Fragen habt, natürlich sehr gerne in die Kommentare. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke und wie üblich sage ich, hören wir uns einfach mit dem nächsten Video.